Hallihallo, liebe Leute, und mit einer Wolke im Schlepptau machen wir jetzt weiter in den Blindenfeldern von Paper Mario, wo wir jetzt Lucky Lester im Team haben, der uns in dem Fall sehr hilfreich sein wird, wo wir jetzt gewisse Passagen meistern können und auch weiter können. Weil ohne ihn hätten wir es bestimmt nicht geschafft, jetzt so weiterzukommen. Nein, jetzt haben wir nämlich das größere Problem, dass wir noch meine Biene am Hals haben und ich bin bald tot. Deswegen... Und tschüss! Und nur noch ein paar Sternpunkte irgendwie. Weil die jetzt noch irgendwie zu kriegen, so auf die Stelle, finde ich leicht. Zumindest ohne dabei drauf zu gehen. Das Einzige, was ich noch machen könnte, ist nochmal gucken. Das brauche ich jetzt nicht. Ob so eine Blutbeere nochmal da ist. Weil dann will ich mir davon nämlich nochmal zwei holen und mich dann nochmal kurz auffrischen. Wobei halt wohl noch irgendwas schief läuft. Lucky Lester aber jetzt auf jeden Fall sicher dabei. Ja, nein, das war der falsche Weg. Das war definitiv der falsche Weg. Nämlich hier war das. Da oben rechts müssen wir auf jeden Fall hin, wenn wir quasi zu der Maschine wollen. Geht das eigentlich, dass ich mit Lucky Lester jetzt hier rüber kann? Ja, es klappt problemlos. Ich brauche also... Ja, ich brauche Parakari nicht mehr dafür. Kann ich mit ihnen auch über Wasser? Nein, das kann er merkwürdigerweise nicht. Warum auch immer, das nicht geht. Aber mit Lucky Lester kann ich euch jetzt schon mal sagen, haben wir unser letztes Partymitglied in diesem Spiel bei uns. Also ein weiteres Partymitglied kriegen wir nicht mehr dazu. Was eigentlich auch ein bisschen schade ist, aber im Prinzip haben wir auch mehr als genug Partymitglieder. Also wir können uns nicht beklagen, was das angeht. So kriegen wir ganz einfach mal ein paar KP dazu. Ja, die andere würde ich jetzt am liebsten behalten, aber... Nö, ich hol mir noch mehr. Wir brauchen nämlich wirklich erstmal wieder ein paar KP, sonst sollte ich mich wirklich in den nächsten Kämpfen nicht, reinwagen. Weil ich sonst vorher draufgehen werde. Das kann ich euch jetzt schon vorweg prophezeien. Deswegen machen wir das einmal ganz kurz. Ich denke mal, einmal können wir das noch machen, dann können wir erstmal weitergehen. Wobei, reicht das? Ich glaube nicht ganz. Also wenn ihr wirklich hier in diesem Ort KP-Probleme habt, geht einfach zu diesem Baum hier, sobald ihr dort reinkommt und fresst euch voll. Dann wird man auf jeden Fall erstmal wieder komplett aufgefüllt, wenn man dementsprechend genug Beeren einsammelt. Muss man ja dazu sagen, also... Ich will nur nicht, dass mir dieses Ding jetzt abhaut. Nein, bleib hier. So, Blutbeere haben wir. Okay, ich würde sagen, ein weiteres Mal gehen wir noch an diesen Baum. Nehmen sozusagen zwei Stück noch mit. Eins für Reserve. Und das andere halt noch zum Essen. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal 27 KP wieder. Und mit denen schaffen wir das auf jeden Fall. Denke ich zumindest so. Das Gelee Royal würde ich am liebsten behalten. Muss ich ehrlich sagen. Das will ich nicht verschwenden. Deswegen hoffe ich, dass entweder eher ein Level-Up kommt oder... Ja, oder wir schaffen es irgendwie, noch etwas anderes zum Essen zu finden oder so. So, die, wie gesagt, ist jetzt als Dauerreserve dabei. Und dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Damit wir wirklich jetzt den Weg gehen können, gleich nochmal speichern. Damit ich diesen ganzen Spaß hier nicht nochmal machen muss. Es ging jetzt recht schnell, sonst hätte ich gesagt, ich schneide das raus. So, den... Da finde ich bestimmt nicht Lucky Lester. So, einmal rüber mit uns. Ich frage mich ja, wieso du keine Schwierigkeiten mit Mario auf dem Rücken hast. Ich meine, der wiegt doch so viel. Ich sollte auch mal absteigen. So. Okay, dann wollen wir mal losmarschieren. Am besten vorsichtig, weil hier sind irgendwo doch keine Gegner. Weil jetzt müssen wir nämlich mit Lucky Lester einmal hier erstmal rübergehen. Damit wir hier drauf kommen. Und dieses Ding erstmal aktivieren. Gut, wir müssen stampfen. So, da muss ich jetzt wieder zurück, meine ich. Moment. Muss ich das gerade erst nochmal ansehen. Ja, doch, ist richtig. So, einmal zack.
glaube, das war falsch, oder? Moment, ich schaue mir das nochmal kurz an. Ich weiß auf jeden Fall, dass man da drüben anfangen muss. Sowas habe ich noch im Kopf. Aber dann hört schon wieder auf. Jetzt ist wirklich die große Frage. Wie war es nochmal? Ich muss ehrlich sagen, ich hasse solche Rätsel. Versuchen wir es nochmal ganz anders. Setzen das hier mal herab. So, fliegen nochmal zurück. Das hier machen wir auch ein Stockwerk tiefer. Wobei, dann bin ich wieder da, wo ich am Anfang auch war. Na, ich weiß, was ich vergessen habe. Mit was ganz Wichtiges. Na komm, Mario. Nämlich auf den hier noch zu stampfen. In etwa so. So muss das normalerweise aussehen. Glaube ich trotzdem, dass ich hier irgendwas noch falsch gemacht habe. Ja, das glaube ich gerade wirklich. Also auf jeden Fall müssen wir jetzt das hier wieder hochsetzen. Aber dann ist das Problem, ich komme hier nicht dran vorbei. Es sei denn... Moment. Nein, ich würde sagen, das habe ich verbockt, aber ich weiß, wie ich es mache. Ich weiß, wo mein Fehler einfach gerade ist, den ich im Kopf habe. Wir setzen das hier nämlich nochmal runter, fliegen nochmal rüber. Gehen auf dieses grüne Feld. Oh, Mario. So. Lassen uns hochfahren und sind dann sozusagen hier oben angekommen, wenn ich auf den jetzt auch noch springe. Und Rätsel gelöst. Okay, da oben ist wieder so ein Upgrade-Block. Wie komme ich da denn nochmal im Moment? Hab's. So. Dann können wir Lucky Lester jetzt auch gleich schon mal aufstufen. Würde ich mal sagen, dass wir das erstmal machen. Was kriegt er denn? Wolke Nummer 9 dazu. Naja, nicht gerade ein Angriff, den man gebrauchen kann, aber er sollte schon etwas mehr draufhauen können, finde ich. Also machen wir es einmal. So, jetzt bist du auch in den Super-Rang aufgestuft worden. Und haust jetzt auch ein bisschen mehr rein. Die Wolken lassen wir jetzt einfach mal da und... Okay, gehen jetzt erstmal hier weiter. Und guck mal, wo diese... Maschine finden, die diese Wolken hier einfach mal erscheinen lässt. Okay. Das haben wir geschafft. Es hört sich beängstigend hier an. Aber eine interessante Musik ist dazu. So, essen wir das jetzt erstmal. Ich habe nämlich etwas vor. Das erste, was ich auf jeden Fall mache, ist zu Gumbario wechseln. Und dann gehen wir mal weiter. Hallöchen, ihr. Was macht ihr hier? Oh, ja. Auf jeden Fall nicht das, was ich hier vorhatte. Na gut, dann sprecht mal. Ach schon, los! Wir brauchen mehr Wolken. Ich will das ganze Land unter den Wolken sehen. Wir werden sie lehren, die Macht der Puff-Puff-Maschine zu fürchten. Ihr habt keine Angst vor mir? Verzieh dich, lass mich in Frieden, Mann. Siehst du denn nicht, dass ich nichts zu tun habe? Meister Schnaufuller hat einen neuen teuflischen Plan ersonnen. Ich liebe Wolken, ich liebe sie, deswegen finde ich es einfach cool, die ganze Welt damit zu einzuhüllen. Und du, magst du auch Wolken? Ich! Du bist dieser Gangster, Mario! Leute, es ist Mario. Wir müssen ihn schnappen, bevor er die Puffmaschine beschädigt. Okay, wollen wir nochmal sehen, wer hier wen aufhält? Wir haben hier ein paar Lakitus, ein Kamek und... Leider ein Problem. Deswegen einfach am besten erstmal scannen. Die Frage ist, was wäre jetzt am besten zu scannen?
Versuchen wir es erstmal mit den Lakitus. Das ist ein Lakitu. Lakitus sind merkwürdige Koopas, die auf Wolken reiten können. Maximale KP 12, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Die werfen mit Stachy-Eiern, die sich manchmal zu Stachys entwickeln. Wir sollten sie rasch loswerden, bevor wir hier von Stachys umzingelt sind. Es scheint, als würde dir dieser Lakitu schon seit Beginn deiner Karriere zur Last fallen, Mario. Oh ja, schon seit Super Mario Bros. 1 sind diese Viecher eine Qual. Naja, zumindest waren sie es damals. Mittlerweile sehe ich sie nicht mehr so schlimm. Ich muss mir definitiv hier was einfallen lassen. Ich würde sagen, ach, pfeif auf meine Regel. Wobei, ich habe noch einen Sternwind. Ich habe das Ding nicht umsonst aufgesammelt, würde ich mal sagen. So, somit haben wir schon einen Großteil der Gegner. Oh oh. Soweit erstmal beschädigt. Muss ich nur noch gucken, dass ich irgendwie diesen Angriff überstehe. Also es war nicht verkehrt, definitiv mehr KP zu holen. Weil ich das nämlich noch wusste. Und jetzt sollte ich mich denen definitiv nicht nähern. Also zumindest den vordersten nicht. Aber dafür habe ich auch eine Problemlösung. Nämlich wechsle ich jetzt zu Sushi. Werde dann jetzt mit dem Angriff Tsunami alles hier wegmachen, wenn es nicht dementsprechend so leckt wie bei der Pflanze. Okay, das war nicht gerade viel. Das war dumm. Ja, weil nämlich ein KP fehlt. Das habe ich irgendwie kommen sehen. Und wenigstens ist Kamek weg. Trotzdem müssen wir dabei immer noch Schmerzen erleiden. Das ist alles andere als nett. Vor allem gibt das Kopfschmerzen. So, jetzt muss ich mir was für euch einfallen lassen. Ich würde sagen, ich muss nochmal das Mitglied wechseln. Aber ich habe jetzt nichts, womit ich irgendwie... Na gut, nehmen wir einfach mal Achilles da. Ich habe noch was. Mach den Starry-Flip. Ach so, ja gut. Ich wusste jetzt gar nicht mehr genau, wie dieser Angriff nochmal funktioniert, aber gut. Eins steht fest, wir werden es auf jeden Fall noch irgendwie überleben. Auch wenn wir sehr viele KP dafür wirklich da lassen mussten. Zum Teil unnötig, aber ich habe ja leider diesen Tsunami-Angriff verbockt. So, du bist schon mal weg. Mit dir mache ich jetzt auch noch einen kurzen Prozess. Also, leb wohl. Und damit haben wir das Problem auch beseitigt. Noch 19 Sternpunkte, dann kriegen wir erst das nächste Level ab. Das müssen wir auf jeden Fall noch irgendwie kriegen. Ah, Rückzug, Jungs. Er hat es uns gezeigt, aber wie? Tschüss. Sieh dir diese Feiglinge an. Also gut, Mario. Wir sollten uns jetzt um diese Puffmaschine kümmern. Ja, wir sollten sie nämlich jetzt demolieren. Wir können jetzt so lange draufhalten, draufhauen, bis dieses Ding wirklich in seine Einzelteile zerfallen ist. Das kann in dem Fall dauern, wenn man nur auf eine einzige Stelle schlägt und so. Deswegen seid gewiss, dass ihr auf jeden Fall jeder Seite dieses etwas angreifen solltet. Tja, jetzt hat sich's ausgewolkt. Wow, die Wolken sind vor. Zeit für ein bisschen Sonnenschein. Oh, kostbares Sonnenlicht. Mario hat es geschafft. Er hat die Blütenfelder gerettet. Oh ja, die Sonne. Juhu, yippie, die Sonne ist wieder da. Ups. Einfach so die Kontrolle zu verlieren, sehen wir gar nicht ähnlich. Scheinbar doch. Ah, die hellen Strahlen der Sonne. Endlich kann ich mich wieder an dem schimmernden Licht auf der Wasseroberfläche ergötzen. Oh, und das wurde ja Zeit. Die Sonne, die Blütenfelder sind gerettet. Und das Sonnenlicht ist meine Schönheit natürlich sehr zuträglich.
Die Sonne, die Sonne. Oh, die Wärme tut so gut. Es ist vielleicht gar nicht so übel, an so einen Ort gebunden zu sein. Ich fühle mich voller Leben. Es ist schön, den Leuten zu helfen. Ich könnte mich daran gewöhnen, Mann. Mario, was hast du denn vor? Ich folge dir überall hin. Das ist ja bald schlimmer als eine Klette. Aber jetzt, wo wir dieses schöne Blumenfältchen so mit schönen Sonnenstrahlen ergötzen, ja, müssen wir doch endlich mal gucken, dass wir die Sachen, die wir jetzt von den Blumen erhalten haben, mal dementsprechend sinnvoll einsetzen. Deswegen gehen wir jetzt auf jeden Fall nochmal zurück. Wir kennen es ja nicht anders. So viel, wie wir hier wirklich laufen, müssen wir wirklich mal Kilometergeld hier beantragen. Ja. Okay. Ausgerechnet diese Scheißviecher will ich jetzt nicht bekämpfen. Nein, ich tue es nicht. Für keine Münze dieser Welt. So, trotzdem, die nehme ich noch mit. Und dann gehen wir hier zurück. Also hier haben wir jetzt soweit eigentlich alles mitgenommen. Naja, fast alles. Das Einzige, was ich ja noch machen müsste, ist diese Beeren in diesen Brunnen schmeißen. Aber das mache ich nicht. Das mache ich jetzt nicht. Das, was ich jetzt auf jeden Fall noch machen will, ist speichern. So viel steht fest. Und dann werden wir uns auf jeden Fall im nächsten Part hier darum kümmern, dass hier quasi, ja, die Blumenfelder hier in voller Pracht quasi wirklich wieder erstrahlen. Und wir dann quasi hier wirklich den ganzen, ja, am Ende setzen können. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen!